Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und heute will ich euch ein paar Dinge erläutern, die ihr beachten solltet, bevor ihr eine M2 SSD kauft. Ich habe hier jetzt mal drei verschiedene M2 SSDs zum Vergleich nebeneinander gelegt. Zum einen die kurze Bauform, klar, ist eindeutig. Dann haben wir hier die lange Bauform, PCI Express und eine lange Bauform SATA. PCI Express und SATA sind die Schnittstelle, die sich unterscheiden. SATA ist deutlich langsamer wie PCI Express. Dazu ist es auch so, dass es noch unterschiedliche Sockel gibt. Und zwar nennt sich das einmal den M-Key und B-Key. Das sieht man hier auch an der Schlitze. Die passt zum Beispiel in beide Sockel und die beide passen jeweils nur in den M-Key. Beim Kauf müsst ihr euch natürlich bewusst sein, dass es hier Unterschiede gibt. Das heißt, ihr müsst vorher nachschauen oder beim Hersteller anfragen, was bei euch passend ist. Also welche Bauform, welche Größe, ob PCI Express oder SATA Schnittstelle. Manchmal geht auch beides. Das ist von Mainboard zu Mainboard unterschiedlich und müsst ihr natürlich vor dem Kauf in Erfahrung bringen. Ja, ich habe jetzt hier mal ein Lenovo ThinkPad Gerät. Da ist es um an die M2 oder an die SSD zu kommen. So, man muss die Bodenplatte abnehmen. Ich habe hier jetzt schon mal ein bisschen vorgeschraubt. Dann sieht man auch schon alles am Gerät. Ist übrigens bei den meisten Geräten mittlerweile so. Ich stecke hier mal noch den Akku ab. Dass die komplette Bodenplatte abzunehmen ist, das ist ja herstellerübergreifend mittlerweile gang und gäbe. Wie man hier jetzt sieht, gibt es hier zwei M2 Steckplätze, einen leeren hier und einen bestückten hier. Da sitzt auch eine NVMe M2 SSD drin, also über PCI Express angebunden ans Mainboard. Kann man hier nochmal eine zweite nachrüsten. In dem Fall eine große. Wie man sieht, gibt es eventuell das Board auch mit der Option, eine kleine nachzurüsten. Zumindest war das Board hierfür mal auch vorbereitet. Allerdings ist der Bolse nicht bestückt. Von dem her kann man hier nur die große, die 2280, verbauen. Ich baue die kleine hier jetzt gerade mal schnell aus. Und habe hier mal noch zwei große. Nur mal um den Unterschied zu sehen. Und hier passt jetzt nur die große rein. Da hier der Bolse und die Schraube. Schraube habe ich jetzt nicht rausgenommen. So vorbereitet sind. Ich kann euch auch gerade mal noch die kleine hinhalten. Da sieht man dann, dass das eventuell auch für eine kleine vorbereitet wäre, wenn es dann bestückt wäre. Das heißt, es gibt das Board sicher in unterschiedliche Variante, also auch wo nur eine kleine reinpasst. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen, bevor ihr beim Kauf auf die Nase fällt. Und ja, die M2 SSD findet ihr auch alle bei uns im Shop, auch den Modellen zugeordnet. Müsst ihr halt schauen, was für euch das Richtige ist. Dann bedanke ich mich noch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.